Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt bei Ben Rhynes. Signatory Vintage, the Unchilled Filtered Collection. Eine 2007 Selected and Bottled in Scotland for Ermoury aus Detmold. Also ich erkläre gleich ein bisschen was davon. Da-da-da, ups, da-da-da. Also, eine interessante Flasche. Unchilled filtered, no, keine Farbe hinzugefügt, genau wie Gott das so wollte. The World Single Malt. Hier haben wir ganz kleines, vielleicht kann ich es sogar auch zeigen hier. Lass uns sehen. Also, genau. Das ist hier die www.genusscompany.de. Es gibt schon seit 55. Wir haben vorerst Tabakware. Und dann sind die auch langsam aber sicher in Malz gegangen. Das hier wurde destilliert am 19.06.2007, sehr gut, und wurde abgefüllt dann am 1. November 2018. Das war fast Nummer 3064478. So, 46%, naja, so ist das manchmal. 59 Euro, bravo, Bourbon Barrel, 256 Flaschen davon. Und das war wiederum auch hier für mich ein Geschenk von einer Gruppe, das ist hier aus Legerdorf, aus einem Zementwerk in Legerdorf. Habe ich von meiner Englischklasse dort zu meinem Abschied, wo ich weggezogen bin, dort aus Norddeutschland und runter nach NRW, nach Gevelsberg, haben sie mir auch ein Whisky hier geschenkt. Jakob, vielen Dank. Du warst der Verkäufer bei Flickenschild in Itzehoe. Da ging jemand dahin und hat gesagt: Flickenschild, gib mir einen Whisky, den Jason nicht hat. Und er sagte: ich habe etwas. Ja, und das ist sehr, sehr schön. Ja, die Unchilled Filter Collection, ich sage, es sieht irgendwie altbacken aus, oder? Also, man hat hier diese Metallblechdose, gut, aber die Unchilled Filtered Collection, dieser Schrifttyp erinnert mich um 1928, um ehrlich zu sein. Und dann Signature Vintage, sehr gut. Und dann klebt das hier etwas unten dann da rein. Und wenn ich noch etwas sagen darf, um einfach mal zu meckern zu Ende. Orange, also Entschuldigung, beige auf orange zu drucken, macht keinen Spaß. Also vielleicht könnt ihr es so sehen, aber das ist tatsächlich den in hier genau, ihr seht das kleines bisschen. Ja, kann man lesen, aber weiß wäre besser gewesen. Warum ein Orange auf einen anderen Orangefarbe denn dort drauf tun? So, aber ich finde es ganz toll, dass Sie hier schreiben. Ich lese auf Englisch vor und übersetze dann gleich. Due to no chill filtration, wegen keiner Kältefiltrierung, this which Whisky may turn cloudy when stored in a cool place. Diese Whisky kann dadurch vielleicht milchig werden oder trüb werden, wenn es in einen kühlen Ort gelagert wird. It is bottled more full-bodied and full-flavored. Es ist aber abgefüllt mit viel, viel mehr Geschmack und auch Körper. So, ja, eine einfache Label. Also 256 davon auf die ganze Welt. Habe ich schon gesagt, das ist Whisky Base Nummer. Ich habe vergessen, das auch überhaupt zu sagen. Das ist Whisky Base Nummer. Ich habe das auf 128480. Und ehrlich gesagt, null Bewertungen. Also bei Whisky Base, das ist schon eine krasse Nummer. Das findet man selten. Also der Whisky hat zero Votes und hat zero Punkte. Also cool. Und ich werde das jetzt hier vergleichen mit etwas, was ich auch vom Signatory hatte. Das ist ein Glenallachie. Das ist 1996, allerdings mit 43%. Habe ich auch Hinweis, einen Tipp von Malte Talks Malt, so heißt er jetzt. Vorher war es Dream of Sea. Sea of Dreams, naja, gut, wie auch immer. Malte Talks Malt.
Und er war einfach davon begeistert, denn das ist tatsächlich hier eine 21 Jahre alte Glenallachie und hat auch um die 50, 60 € gekostet. Kriegt man nicht jeden Tag, muss man schon sagen, ja? Also, tolles Bild wie immer. Also, ich finde einfach mal, also die Dose sieht noch, die sieht 70er Jahren aus, aber die hat irgendwie Vintage-Momente und deshalb lasse ich durchgehen. Irgendwie hier weiß ich nicht, auch gerade das ist hier ein kleines bisschen ein ganz helles Pink oder Roseton. Ach, naja, gut. So, Nase, Ben Rinnes und ich, weiß ich noch nicht. Ich habe bisher, glaube ich, nur deren Flora und Fauna gehabt, denn da war sehr viel Schwefel drin und ich kam damit nicht klar. So, lass uns sehen. Ich hätte es nie gekauft, aber schön, dass meine Jungs denn dort in Legerdorf das für mich gemacht haben. Oh, viel Vanille. Ein bisschen karamellschwach. Ein bisschen eher Saltwater Taffy. Ich muss echt irgendwie herausfinden, wie man das auf Deutsch am besten erklärt, denn ich habe das Zeug hier noch nie gesehen. Das ist interessant und lecker. Also gehen wir rüber zu der Glenallachie. Ich habe immer Grapefruit. Lass uns sehen, ob ich das heute auch habe. Grapefruit Saltwater Taffy. Vanille Grapefruit. Also 46%. Prost. Oh, am Ende. Ah, nee. Nah. Oh. Das ist ein Whisky. Ich werde ein Experiment machen. Warte mal. Ich hab eine These. Also auch interessant, hier steht, was war es, matured in a Bourbon Barrel. Also keine Ahnung, ob es ein Refill Bourbon Barrel war, keine Ahnung, ob es irgendein First, Second, Third, Fourth, Fifth, 15th Abfüllung war. Mein Mund sagt der dritte. So, ich gehe einmal hier rüber, ich komme da zurück und ich habe eine Hypothese und ich möchte gerne es beweisen. So. Ja, da. Am Ende kommt das auch noch ein bisschen der in diese Richtung. Viel, viel Holz, der ein bisschen zu lange war. So, wie werde ich das hier anstellen? Das ist gut. Meine These ist, dieser Whisky wurde tatsächlich gekauft von jemandem, der diese Whisky verkostet hatte, aber nicht runtergeschluckt hatte. Denn dieser Whisky kommt rein, yay, und nachdem man es runterschluckt, danach kommt. Und ich vermute, dass die Nase gut ist und dass die ersten 5 Sekunden im Mund auch gut sind. Und wenn man das nicht runterschluckt und dieses Nachgeschmack gibt, denkt man, man hat einen hervorragenden Whisky gekauft. Übrigens, das ist der Jim Murray am Tasting Method, ja? Also. Habe ich genug im Glas? Ja. Lass uns so sehen. Man muss es einmal haben, spuckt es raus. Man muss es zweites Mal nehmen, das über die Zunge gehen lassen, ungefähr 20 Sekunden drin lassen, einfach mal alles erleben und dann nochmal rausspucken und dann hat man seine richtige Bewertung. So, ich muss genug haben, um zweimal meinen Mund zu beschichten damit. Und ich hoffe, ich liege damit verkehrt, aber mein Bauch sagt mir, vielleicht habe ich hier recht. So. Angenehme Nase, ein bisschen Marshmallows, ein bisschen hier Saltwater Taffy und so weiter. Absolut schön. Ganz leicht wird er bitter am Ende. Aber beim ersten Mal soll ich nicht bewerten. Sondern mein Mund kann natürlich hier durch andere Faktoren beeinflusst werden. Für mein Essen, für meinen Whisky, was ich vorher hatte und so weiter. Deshalb niemals was essen dabei. Und das, was Jim Murray auch sagt, kein Wasser. Das mit kein Wasser bin ich absolut nicht seiner Meinung. Aber so ist das. Und ich werde den auch einmal gleich als letztes hier auf ungefähr 40% runterbringen und schauen, was denn damit passiert.
Ein kleines bisschen am Ende. Also, der prickelt im Mund. Schön. Der Alkohol übertrümpft vieles an schlechtem Holz, was da ist. Wenn man weiß, wonach man da genau hinhorcht. Genau. Gut, ein letztes Mal, also bisher trinke ich ganz wenig, ja. Also das ist gut, wenn man ausspuckt. Aber ich glaube, da verliert man schon etwas dabei. Gerade auch dieser Abgang. Also der ist schon für mich bei manchen Whiskys elementar wichtig. Oh ja. Also, was man nicht hat, wenn man rausspuckt, ist tatsächlich eine Abgang. Eine Abgang, der irgendwie, als wenn es runtergeht, dann kommt dieses schlechten Holz oder diesen nicht mehr guten Holz hervor und sagt, hi, dritte bzw. vierte Mal wurde diese Fass benutzt in Schottland und davor einmal in Amerika. Ja? Also, Bourbon Barrel. First Fill Bourbon Barrel, Second Fill Bourbon Barrel, Third Fill Bourbon Barrel, ja? Also wenn ein zum dritten Mal befüllt wurde in Schottland, ist es insgesamt viermal befüllt worden. Ich nenne einfach mal 4 Jahre in Amerika, 10 Jahre in Schottland, 10 Jahre in Schottland, 10 Jahre in Schottland. Also 34 Jahre ist schon diese Fass dann dort in Gebrauch, Minimum. Vielleicht sogar war vorher 4 plus 10 plus 21 plus 18 plus jetzt hier 11. Wäre möglich, da wir einen 50 bis 60 Jahre alte Fass, den wir auch vor uns haben. Weiß man echt nicht. Also von daher ist das alles jetzt hier a Bourbon Barrel. Ein letztes Mal werde ich hier etwas machen und das ist natürlich hier das mit Wasser zu verdünnen, zu sehen, was wir hier haben. Jakob. Danke, aber ja, recht habt ihr gehabt, dass ich den nicht kannte. Aber ob ich das gerne habe, ist jetzt hier wirklich die Frage. Das tut mir leid, Leute. Gut, vielleicht mit Wasser werde ich hier hellhörig und werde sagen, lecker. Schwächt es ab, aber wie nenne ich das einfach, diesen schlechten Holz am Ende, eine ausgekohlte, ausgelutschte Fass. Da kommen immer schlechte Tanninen dazu, da kommen dann irgendwie verkorkste Vanille-Geschmacksrichtungen dann dazu. Das alles, also ein Whisky ist für mich, ein guter Whisky für mich ist 50% Nase und 50% dein Geschmack. Denn beim guten Whisky kann ich, und ich brauche gar nichts zu trinken. Und ich kann wirklich so eine Stunde lang mich mit meinem Whisky beschäftigen, ohne dass ich den genieße. Immer wieder nippen, aber so weiter. Deshalb ist der Nase so gut und der ist sehr, sehr schön hier. Der Mundgefühl an sich ist eine Sache von, ich sag mal, 15 Sekunden. Ja, wenn ich 15 Sekunden lang mache, ist das nicht wenig. Ja, und dann schluckt man runter und dann das, was bleibt, ist nochmal bis zu 3 bis 5 Minuten, wenn es sehr gut ist. Bei meinem berühmten Glenfarclas ist 40 Jahre alt, schwöre ich immer noch bis heute. Am nächsten Morgen habe ich das noch im Mund gehabt. Also so intensiv war diese Eiche denn da. Und das ist das, was anhält. Und dieser Abgang, dieser Nachhall, dieser Nachklang ist so wichtig für ein Whisky. Und der hat das einfach nicht.
Schade, 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 schade. Also, das ist einfach mal ein Beispiel dafür, dass man manchmal auch im Laden, gerade bei dieser unabhängiger Abfüller, egal was für eine Sache, geht zum Laden hin und sagt: Mensch, kann ich erstmal das nippen? Hast du die Flasche offen? Und wenn sie sagen, nö, dann sagen, okay, gibt es irgendetwas, was offen ist, was sie probieren kann? Und dann die Flasche kaufen, weil man halt eben weiß, oh ja. Ich habe den sofort im Mund gehabt und dachte, nope. Und da kann es echt nach einem Schluck kann man schon erahnen, wie gut der ist. Und wenn man viel Zeit mit der Flasche bringt, dann weiß man, welche Nuancen noch da sind. Zum Beispiel hier bei der Glenallachie. Er prägt sich durch seine Spritzigkeit in ein Zitrusarome, der nicht Limette ist, der nicht Orange ist, sondern eindeutig für mich in eine Grapefruit, eine Florida Pink Grapefruit, um genau zu sein, landete. Und auch das Abgang, diese Nachhall, diese Nachklang ist etwas, was sehr malzig ist, ein bisschen Vanille, sehr stark zitruslastig von dieser Pink Grapefruit aus Florida. Aber da ist noch ein Hauch von Holz da drin. Ein Holz, der nicht unbedingt unterstützt, sondern Holz, der ein kleines bisschen abzieht von diesem tollen Geschmackserlebnis. Und da war 21 Jahre alt in eine, wahrscheinlich ein Bourbon Hogshead, wenn ich es genau weiß. So, genau, Hogshead. Also, Hogsheads damals wurden tatsächlich, man nahm fünf Fässern dort aus den Vereinigten Staaten, man hat sich sowieso in Containern dann geschichtet, auseinandergebaut, dann baute man die nochmal zusammen, denn dort in Schottland, meistens Speyside Cooperage zum Beispiel, wo ich einmal war, und dann nimmt man neue Deckeln oben und unten und dann tut man aus fünf Fässern, macht man vier Hogsheads. Das heißt, statt die 200 macht man die ungefähr 225, 230 Liter groß und da ist ein bisschen mehr Kontakt und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und das ist schön. Also von daher ist wahrscheinlich Second Fill Hogshead genau richtig, 21 Jahre alt und dann wird das noch ein letztes Mal benutzt, hoffentlich das drittes Mal, also insgesamt viermal. Amerika, ein, zwei, drei und weg. Und dann ist alles perfekt. Und das ist eine gute Whisky, wenn man genau eben diese Pink Grapefruit haben möchte. Hier, also was ich nicht sofort kriege, das muss ich echt einfach bekennen, ist eine doch ein bisschen der Ben Rinnes Charakter. Der ist in der Nase dran, aber diesen schlechten Holz vernichtet diesen tollen Charakter am Ende. Also er kriegt von mir eine 3 minus minus, weil ich gnädig bin heute. Preis-Leistung 59 Euro für so etwas ist eigentlich auch eine 3. Allerdings er kriegt ein 4, weil halt eben wer will das hier haben. Und ich sage mal jetzt hier unserer Einkäufer von unserer, wie heißt er nochmal? N. Mori, beziehungsweise The World Single Malt, schluck dein Whisky mal, ja? Oder taste oder lass zwei andere Leute deine Whisky-Samples tasten. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Mein Rant ist nicht ganz vorbei. Rant ist, wenn man über etwas schimpft, und das tue ich hier gerne. Ja, sehr, sehr schöne Sachen für Signatory manchmal, aber nicht alles. Einfach, weil Signatory Vintage draufsteht, heißt nicht, dass sie wirklich gut sind. Bevor ihr wegschaltet, Signatory sind unabhängige Abfüller, genau wie Gordon MacPhail. Signatory macht es sehr oft, dass sie ihre Fässer selbst hinbringen, selbst abfüllen lassen und selbst ihre eigene Lagerhallen haben. Und hier muss ich sagen, lieber Signatory, nimmt bessere Fässer. Punkt aus. Es kann umgekehrt sein, dass Signatory einfach mal tatsächlich ein Fass abgekauft hatte. Na, meistens, das ist echt krass. Hört mal hin. Die kaufen Fässern 100 Stückweise. Und wenn eine gute Firma, also ich nehme einfach mal Adelphi, 100 Fässern kauft, nehmen sie raus 3 bis 15 Fässern selbst und verkaufen die 97 bis 85 weiter.
Und dann kommen sie bei Signatory an und die nehmen auch dann wahrscheinlich die Hälfte, wenn nicht ein Dreiviertel davon. Und dann, was alles übrig bleibt, geht zu irgendeinem Broker. Und der Broker darf sie an irgendwelche kleinen Leute wie du und ich oder wie ich und andere YouTuber oder andere Storepicks oder andere Läden dann dort weitergeben. Ja, also. Und das ist irgendein Fass, den irgendjemand wahrscheinlich aussortiert hatte. Und jo, hat jemand genommen. Irgendjemand nimmt den immer. Es gibt immer einen Person, der einfach alles nimmt. So, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Mein Rant ist vorbei. Vielen Dank. Liken, abonnieren auf meine Sample-Liste. Gibt es auch als Sample zu bekommen. Kein Problem. Auch das hier gibt es noch als Sample. Auch sehr schön. Plus nochmal die 250 plus Flaschen, die ich offen habe momentan. Immer wieder gute Sachen dabei. Bitte einfach mal schreiben, Whiskey Jason, ein Wort, also gmail.com. Und wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr, beziehungsweise am Sonntagabend immer um 21 Uhr hier. Whiskey Jason mit einem Livestream. Bye bye.